Hallo und herzlich willkommen bei Augenlasern TV, eine Seite oder ein Format, bei dem ich euch mit einem kleinen Augenzwinkern das Augenlasern verständlich machen möchte. Die erste Generation des Augenlaserns ist die sogenannte PRK. Vergleichen wir mal das Auge mit einer Zitrone, dann ist es so, als würde man die oberste Schicht entweder früher mit einem Messer, später mit einem Laser entfernen. Danach lasert man auf das Auge. Dann kommt eine Kontaktlinse am Ende der Operation auf das Auge. Ich habe bei der PRK und nicht ganz umsonst eine Zitrone genommen, weil die PRK-Methode ist ein bisschen sauer. Wie ihr euch vorstellen könnt, wenn die oberste Schutzschicht weg ist und die Nerven blank liegen, tut es natürlich nach der Operation über 2 bis 4 Tage weh. Das ist leider relativ unangenehm. Das ist so, das muss man dem Patienten auch sagen. Da die oberste Schutzschicht weg ist, hat man auch ein erhöhtes Infektionsrisiko im Vergleich zu den anderen Operationsmethoden. Die Seherholung dauert ungefähr 2 bis 4 Wochen, bis man wirklich bei dem Sehen ankommt, das man haben möchte. Also, wie ihr schon merkt, nicht so die komfortabelste Methode, aber seit den 80er Jahren bekannt. Und die Endergebnisse sind, wenn man das Ganze dann durchgestanden hat, auch wirklich in Ordnung. Ein eventuell weiterer kleiner Nachteil ist, dass bei dieser Methode vielleicht ein bisschen Trübung in der Hornhaut entsteht, was eine erhöhte Nachtblendung bemüht. Das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist, dass man wenn man schon ein trockenes Auge hat, sprich ganz typisch die Kontaktlinsenverträglichkeit, ist der häufigste Grund dafür, diesen Effekt leider noch ein bisschen verstärkt. Nun zu den Vorteilen dieser Methode. Was man sagen muss, man muss wenig Aufwand betreiben, das heißt, sie ist wirklich billig und schnell durchgeführt. Während der Operation selber tut auch nichts weh, weil eben nur die oberste Schicht mit einem Laser oder einem Messer weggenommen wird. Daher während der OP komfortabel. Danach nicht mehr so, danach eher der Zitronencharakter. Was man auch noch sagen muss, es ist auch die beste Methode bei verschiedenen Hornhautdegenerationen. Das heißt, es gibt auch eine medizinische Indikation, wo diese Operation, also die älteste, wirklich die beste sein kann. Thank you.